Ich will in Outlook eine Terminserie erstellen. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich habe hier bereits einen Termin Ruden Seerose und die Werkzeugleiste hier oben ist auf Start. Wenn ich auf einen Termin klicke, dann wechselt die Werkzeugleiste automatisch und ich kann hier Serientyp wählen. Oder ich mache einen Doppelklick auf den Termin, dann erscheint das Symbol Serientyp auch. Das mache ich nun, denn wir gehen immer rudern am Donnerstag. Die Uhrzeit stimmt noch, morgens um 8 bis 10. Ist das ein Termin, der täglich stattfindet? Nein, der findet wöchentlich statt, immer am Donnerstag. Hier steht der Haken schon drin. Ich könnte auch hier sagen, am Montag machen wir das auch immer. Also jetzt würde der Termin am Montag und am Donnerstag erscheinen. Oder vielleicht auch nur monatlich oder jährlich. Vielleicht ist es ja irgendein Geburtstag oder ein Gedenktag, dann wäre das jährlich. Wann beginnt dieser Termin? Morgen. Wann endet er? Vielleicht nie. Oder er endet nach so und so vielen Terminen oder endlos. Also der Termin bleibt eingetragen, bis ich dann irgendwann den Termin lösche. Also der hat im Moment kein Enddatum. Okay. Man sieht hier, der findet wöchentlich am Montag und Donnerstag statt. Man könnte hier die Serie wieder bearbeiten. Ich sage nun Speichern und Schließen. Und jetzt erscheint hier am Termin dieser Rundpfeil. Also, dieser Termin ist nun jeweils am Montag und Donnerstag eingetragen. Natürlich erst ab nächster Woche. Ich klicke hier auf die nächste Woche. Hier ist der Montagstermin und der Donnerstagtermin. Was passiert, wenn ich einen Termin verschiebe? Ich packe hier diesen Donnerstagtermin, denn hier gehen wir erst um 10 Uhr rudern. Ich lasse wieder los. Ich schaue mal nach. Ist das nun überall so geändert? Nein, nur dieser eine Termin ist verschoben. Also man kann durchaus einfach einen Termin packen und verschieben. Was passiert, wenn ich einen Termin lösche? Ich klicke hier zum Beispiel auf diesen Termin, drücke die Delete-Taste, dann fragt mich Outlook, will ich dieses Element löschen oder gerade die ganze Serie? Ich will natürlich nur gerade dieses Element hier löschen, denn hier komme ich nicht zum Rudern, das heißt, alle anderen Termine bleiben erhalten. Ich zeige eine Variante, wie man Termine, die zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden, eintragen kann. Ich erweitere zuerst hier die Monatsansicht um einen weiteren Monat. Ich habe also hier diesen Strich gepackt und nach unten gezogen. Dann wechsle ich hier von der Wochenansicht zur Tagesansicht. Ich habe hier nur den heutigen Tag auf dem Bildschirm. Ich drücke jetzt die Ctrl-Taste, lasse sie gedrückt und ich bestimme nun jene Tage, an denen diese Sitzung stattfinden soll. Also heute, das habe ich hier schon, dann am Freitag den 13., hier am Donnerstag den 26. und noch am 1. Dezember. Wenn ich die nun hier ausgewählt habe und ich hatte immer die Ctrl-Taste gedrückt, dann erscheinen hier diese Tage in Spalten. Also hier ist der 28., der 13., der 26. und der 1. Ich habe die nun schön nebeneinander. Ich trage nun hier einen Termin ein. Ich markiere das, mache einen Rechtsklick, neuer Termin und bestimme hier, was hier besprochen wird. Klicke auf Speichern und Schließen. Hier habe ich nun diesen Termin eingetragen. Ich klicke auf diesen Termin. Ich will den ja nun auch am Freitag und am Donnerstag und am Dienstag. Also, ich drücke schon wieder die Ctrl-Taste. Das heißt, ich mache eine Kopie dieses Termins, denn hier am Freitag treffen wir uns bereits am Morgen um 8. Ich mache wieder eine Kopie, also schon wieder Ctrl-Taste gedrückt halten. Hier am Donnerstag treffen wir uns um 13 Uhr und ich mache noch eine letzte Kopie, wieder Ctrl, denn hier am Dienstag, am 1. Dezember, treffen wir uns um 9 Uhr. Und diese Termine sind nun überall zu dieser Zeit eingetragen. Achtung,
Das ist nicht wirklich ein Serienelement, weil ich das nicht mit dem Serienwerkzeug hier oben erstellt habe. Aber es ist doch sehr praktisch, sehr schnell an verschiedenen Tagen einen Termin einzutragen. Das war's.